Weiter geht's mit der Tour de France, der Legendentour, muss man ja sagen. Und wir sind hier auch mitten im Legendenteam gerade drin. Wir sind am Col du Bisque, der erste Berg, der heute schwierig ist. Und das Tempo ist brutal hoch. Das komplette Team Telekom ist schon zerstört worden. Wir können mal kollektiv das rote Gel noch verteilen. Dann können die Fahrer das nehmen, wenn sie es brauchen. Die Gruppe ist auf 43 Fahrer reduziert. Wir hatten Bjarne Riis vorne in der Ausreißergruppe. Der ist allerdings dann jetzt hier ins Hauptfeld zurückgefallen, wird wahrscheinlich hier durchgereicht. Und das Tempo ist so enorm hoch. Das ist der absolute Hammer. Tagesform ist heute gut. Nicht perfekt, aber gut. Damit sollten wir arbeiten können. Hier haben wir Bernard Hinault mit der 111. Eddy Merckx mit der 81. Unser größter Konkurrent. Wie es schon fast zu erwarten war. Vincenzo Nibali holt sich heute die Punkte vor Michael Woods. Und Contador holt sich noch 12 Punkte. Da haben wir Federico Bahamontes, der Mann, der sich jetzt hier oben am Berggipfel gleich nochmal ein Eis holen wird. So, einfach nur, weil wir es können. Entschuldigung, mache ich ab und zu einfach gerne. So, Klöden holt sich noch ein paar Punkte. Alles im Rahmen für uns. Energielevel ist völlig in Ordnung. Damit können wir, wie gesagt, gut arbeiten, auch von der Tagesform her. Da können wir gut mitarbeiten. Das passt schon alles. So, ich muss hier durch. Ich bin Arzt. Relativ kurvige, nervige Abfahrt. Aber wenn wir da jetzt nicht rausgedrängt werden, doch werden wir natürlich von Bernard Hinault, dann sollte das schon alles passen. Also, ich baller die Abfahrt hier wieder durch. Gleich gibt es dann erstmal ein bisschen Frühstück, bedeutet Verpflegungszone. Dann geht es in den Berg der ersten Kategorie, den Col des Spondels. Sehr, sehr enger Anstieg, schmaler Anstieg. Da sollte man also in einer guten Position unten auch schon reingehen, sonst muss man sich da unnötig nach vorne kämpfen und wird weggeblockt. Und dann eben die Ankunft oben in Otterkamp, wo Vingegaard ja bei der realen Tour den Deckel drauf gemacht hat. Der Col des Spondels steht an. Ich gehe mal aus der Steuerung raus. Wir wollten hier, wie gesagt, vorne reinfahren, weil die Straßen gleich schmal werden. Vorne Vincenzo Nibali vor Contador. Wir müssten eigentlich Andreas Klöden gleich an unsere Seite bekommen. Der Klöden-Andi, da kommt er auch schon. Und hier wird die Straße dann auch schon schmaler mit der 112. David Gaudu für Bernard Hinault. Das Legendenteam arbeitet hier enorm viel. Da braucht man gar kein eigenes Team, das ist optimal. Alejandro Valverde für Miguel Indurain. Wie gesagt, ich glaube, beide sind gleich alt. Selber Jahrgang. So, Tempo wird jetzt natürlich hoch. Der vorletzte schwere Berg der Tour de France steht an. Hier muss man die Gruppe nochmal dezimieren. Es sind sowieso nur noch 27 Fahrer hier überhaupt drin. Mit Klöden und Guerini haben wir da noch zwei Fahrer. Guerini heute mit einer super Tagesform. Giuseppe Guerini hätten wir eigentlich in Alpe d'Huez auf Etappensieg schicken müssen. Fällt mir aber jetzt erst ein. Das können wir als Challenge machen. Guerini vor Etappensieg in Alpe d'Huez. So, Klöden kämpft und kämpft. Gehen mal ein bisschen vom Tempo runter, dann muss er sich da nicht mehr so enorm abstrampeln. So, oben sehen wir das rote Auto. 1,40 der Rückstand auf die Spitze. Da haben wir Vincenzo Nibali von Astana. Dahinter dann Contador für Movistar, glaube ich, oder? Boah. Da haben wir ganz kurz, ich glaube, Gino Bartali mal weggedrängt oder Nairo Quintana. Auf jeden Fall Akea Samsic. Ist nicht genau erkannt. So, David Gaudu fährt da richtig schön im Sandwich. Greg LeMond hält das Tempo hoch. Wir sind noch nicht mal bei der 5-Kilometer-Marke angekommen. Die Spitze vorne auch noch nicht. Also das wird schon noch ein hartes Tempo hier hoch. Und schön, dass es natürlich dauernd ruckelt. Das Game hat sowieso eine geile Performance. Wenn man das auf einem etwas schlechteren Rechner spielt, dann tötet das einfach alles ab. So, Ole wurde da mal richtig schön weggeblockt gerade von Gaudu. Muss erstmal wieder einen neuen Schwung aufnehmen. Die Abfahrt vom Spondel, weiß man auch, die ist nicht so steil. Also da hatten wir auch schon Probleme mal mit der Regeneration. Dann runter ins Tal, deswegen sollten wir aufpassen. So, immer noch keine 5-Kilometer-Marke in Sicht. Schauen wir mal. Der steilste Teil ist dann aber auch bald geschafft. Das sind immer so 8 bis 9%, circa 1 Minute 12 noch der Vorsprung von Nibali. Dahinter Contador mit 20 Sekunden dahinter. Im Hinterrad Miguel Indurain, von dem wir wenig gesehen haben.
hat, glaube ich, nur den Bergwert hier. Also ich habe ja den Wert vom Game mitgegeben. Ich habe ja nicht alle Werte selber gemacht. Die Legenden, die hier im Spiel auch enthalten sind, da habe ich die Werte genauso angepasst. Ich glaube, er hat einen Bergwert von 82, was dann eben zu wenig ist anscheinend. Aber eben einen Zeitfahrwert von 84. Da wird er die Konkurrenz hier in Grund und Boden fahren, wenn nicht gerade Fabian Cancellara noch am Start ist. Aber Cancellara spielt für die Gesamtwertung logischerweise keine Rolle. So, das kürzen wir innen mal ganz kurz ab. So, und jetzt hier einen Sturz hinlegen, das wäre es. Im Anstieg zum Spondell auf die Fresse geflogen. So, Jacques Anquetil fährt da wieder nach vorne, auch so mit der letzte Helfer immer von Eddy Merckx. Greg LeMond macht das auch gut, Barmonte ist auch stark. Alles natürlich Fahrer, die in ihrer Karriere auch auf Gesamtsieg gefahren sind bei der Tour de France. So, blaues Gel nehmen wir auf jeden Fall mit über den Berg. Das ist wichtig. Mal schauen, Guerini würde es nicht schaffen. Klöden könnte es schaffen. Ja, 2,8 Kilometer wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Ganz ehrlich zu sein, er muss hier auch häufig aus dem Sattel gehen, wenn Ulle noch sitzt. Wir geben ihm diesmal das blaue Gel nicht, dass wir wieder so einen Unsinn machen wie auf der Etappe davor. Da hat es dann nicht gereicht. So, Lance Armstrong wird mal ganz kurz weggedrückt. Boah, aber schon super brutales Tempo. 26 Fahrer sind trotzdem noch in der Gruppe. Da sollten bis oben aber noch ein paar verloren gehen. So, Contador ist eingeholt, Michael Woods eingeholt. Vorne sehen wir Eddy Merckx. So, Nibali aber heute stark. Er wird den Etappensieg nicht schaffen. Dafür ist die Gruppe hier hinten noch zu groß und zu stark besetzt. Wir werden wahrscheinlich dann auch mit fast vollem blauen Balken in den Schlussanstieg reingehen. Wie gesagt, die Abfahrt ist nicht ganz so extrem. Deswegen werden wir wahrscheinlich nicht voll regenerieren können. Ich gebe aber gleich natürlich mein Bestes. So, Remco haben wir da. Jetzt werden wir wahrscheinlich gleich weggepresst in der Kurve. Das heißt wirklich kurz mal eine kleine Lücke. Da müssen wir voll durchziehen, um wieder hinzukommen. So, Nibali ist oben. 10 Punkte nochmal für den Italiener. Und ja, eigentlich sind uns die Punkte völlig egal. Bin jetzt auch nur sehr zufällig da vorne hingefahren. Contador holt sich da noch ein paar. Gaudu ebenfalls. Und dann geht es jetzt in die brutale Abfahrt rein, die sehr, sehr schmal ist, wo man aufpassen muss, dass man sich nicht dauernd verbremst. Die können wir ja mal mitnehmen. Danach gibt es eh nicht mehr viel, außer dem Zeitfahren. Aber wie gesagt, die Abfahrt, die hat schon immer ein bisschen Probleme gemacht. Geht jetzt mir auch eher um die Regeneration, als sich jetzt hier irgendwie abzusetzen und richtig schnell runterzufahren. Darum geht es mir wirklich nicht. Hier wird es dann sogar mal ein bisschen flacher. Bahamontes übernimmt. Boah. Kurvig. Vorne sehen wir Nibali, 50 Sekunden sind's. Uah, Alter. Jetzt habe ich kurz nach links rüber geschaut und bin fast in die scheiß Leitplanken reingeballert. Na gut, aber wir regenerieren zumindest ganz gut. Es sollte noch ein bisschen weiter ins Tal gehen, oder? Ja, da sind wir gerade mal ein Drittel runtergefahren. Sehr gut, also das kriegen wir auf jeden Fall hin mit der Regeneration. Das wird gut werden. Der Etappensieg wird auch nur über uns gehen. Also über unsere Gruppe zumindest. Was Contador da vorne macht, ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. Der soll gerne wieder nach vorne fahren. Remco geht, Froome geht. Chris Froome haben wir auch gar nicht gesehen. Mikel Landa geht mit. Da entsteht jetzt nochmal eine neue Ausreißergruppe. Wir werden jetzt unser Team, das wir nicht haben, jetzt nicht verschleißen, um da eine halbe Minute aufzufahren. Dafür müsste das Legendenteam jetzt aufkommen. Oder eben David Gaudu für Bernard Hinault. Also da werden wir jetzt logischerweise nichts machen. So, es bleibt zumindest steil. Also dann habe ich die Abfahrt doch ein bisschen falsch in Erinnerung. Weil wir haben jetzt schon wieder die Batterie voll aufgeladen. Marco Pantani auch wenig gesehen.
Allerdings auch nur den 83er Bergwert, den müssen wir nochmal nach oben verbessern. Sicherlich einer der besten Bergfahrer, weil man ihn vielleicht auch ein bisschen zu stark in Erinnerung hat. Er hatte schon auch ab und zu mal seine Schwächen am Berg, aber die hatte jeder. Also logischerweise. Ulle hat natürlich eigentlich auch keine 84 am Berg verdient. Ich würde sagen, Ulle hätte eher so die 83 bekommen sollen. Das wäre der realistische Wert, aber wir haben ja den Wert aus dem Pro Cyclist, dem Pro-Kapitän-Modus genommen. So, lasst ihr mich hier durch oder lasst ihr mich hier verhungern? So, auch bei 1% minus gehen wir noch in die Aerodynamik, obwohl es schon gar nichts mehr bringt. Klöden hasst Ulle, wir wissen es alle. Obwohl die beiden waren immer gut befreundet. Die haben ja auch viel zusammen trainiert, da in der Nähe von Freiburg ja beide irgendwie auch gewohnt. Nero macht sich wieder Sorgen wegen der Abfahrt und knurrt gerade vor sich hin. Boah. So, jetzt sind wir hier nochmal richtig schön reingeballert worden. So, und dann geht es jetzt gleich in den Schlussanstieg. Ulle hat gut regeneriert. Wir sind jetzt ausnahmsweise mal komplett drauf geblieben. Die Spitze fahren wollte ich nicht. Marco Pantani versucht es nochmal mit der Attacke. 1,14 haben wir jetzt im Endeffekt verloren. Nero ist echt genervt. Aber er darf heute Abend an die Isar. Dann darf er ins Wasser springen und rumtollen. Also von daher wird das schon gut. Federico Bahamontes, wo haben wir jetzt unseren Helfer? Den haben wir verloren. Klöden klemmt sich wieder vor Ulle. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich müsste jetzt gleich einen Cut machen und sagen, wir sehen uns gleich im Schlussanstieg wieder. Diesmal haben wir es ja durchgezogen, knallhart. Gnadenlos, knallhart. Das enge Höschen durchgezogen. Es mangelt auf jeden Fall nicht an Ideen für den Merch, der niemals kommen wird. Also, ich verspreche, wir machen Merch, sobald wir 100.000 Abonnenten haben. Also nie. Aber an Sprüchen mangelt es nicht. Gibt ja schon genügend Kanalgeschichte. Und es kommen ja bestimmt noch ein paar Insider dazu. Ich habe jetzt nicht vor, aufzuhören mit Videos, jetzt wo wir ja auch im Alliance Network noch mit drin sind. So, also Schlussanstieg. Wir konzentrieren uns darauf. 13 Kilometer sind es. Blaues Gel ist noch vollständig vorhanden. Bei den Kollegen leider nicht mehr. Macht aber nichts. Craig LeMond fährt da ein schönes Tempo rein. Wir machen das an der Seite mal weg, damit es schöner aussieht. Vorne sehen wir die Spitzengruppe mit Vincenzo Nibali, Contador, Evenepoel und so weiter und so fort. Die macht uns aber kein großes Kopfzerbrechen. Um ganz ehrlich zu sein. Ja, die Merckx haben wir rechts, da müssen wir immer drauf achten. Da sehen wir Marco Pantani. Am besten wäre jetzt natürlich, stand ja auch in den Kommentaren, jetzt einfach den Helm abnehmen vom Schlussanstieg. Also Helm ab zum Schlussanstieg, nicht zum Gebet. Das hat immer, fand ich schon irgendwie immer ziemlich nice. Ich weiß nicht, wie viele Stürze oder schwere Verletzungen es bei Bergankünften schon gegeben hat. Also wenn die Fahrer wieder runter ins Tal fahren, wenn sie dann eben oben am Gipfel nicht bleiben können oder mit dem Auto runterfahren, dann sollen sie natürlich wieder einen Helm aufsetzen, aber dann sollen sie generell auch eine Panzerung anziehen. Weil da passieren ja tatsächlich immer mal ein paar unschöne Sachen. Ich glaube, Patrick Sinkewitz ist da mal richtig bös verunglückt bei der Abfahrt von einer Bergankunft. Also, ihr wisst, wie ich das meine. Also, die Etappe war oben am Berg vorbei und die Fahrer mussten dann aber wieder ins Tal selber runterfahren. Und ich glaube, kurz später, einen Tag später oder ein paar Tage später, ist er dann positiv getestet worden. So, wir nehmen mal ein bisschen blaues Gel. Tempo ist gerade so lala. Cadel Evans, Klöden. Boah, sieht noch ganz okay aus. Giuseppe Guerini hinten in der Gruppe. Ist jetzt auch schon egal, wie der regeneriert. Wir werden ihn für diese Tour de France nicht mehr brauchen. Höchstens noch für die Ausreißergruppe dann. Also Bernard Hinault hat heute Bock, sehen wir auch. Der fährt jetzt schon mal nach vorne. David Gaudu bereitet für ihn dort quasi gerade den Weg. Vorne geht jetzt, glaube ich, wieder Gino Bartali, der immer sehr früh attackiert. So, ich glaube, es sind jetzt auch so die letzten Phasen, wo wir das blaue Gel überhaupt mal nehmen können. So, Alexander Vinokurov. Roninger haben wir hier. Bahamontes macht jetzt nochmal Tempo.
Und die Gruppe vorne fliegt jetzt auch auseinander. Also wir kommen hier sehr, sehr gut durch, würde ich sagen, wenn Nibali uns da jetzt nicht weggedrängt hätte. War aber kein ganz schlimmer Drängler. So, wo ist Eddie? Eddie sehen wir da links. Toni Rominger. 7,9 Kilometer. Beam is live auf Twitch. Zur Info. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen außen rumfahren. So, Chris Froome. Okay, also jetzt sind wir wieder in Position. Ich glaube, Klöden, na, der ist stark heute. Der ist tatsächlich noch mit dabei. Spart uns da noch ein paar Körner. Richtig gut. Da haben wir Andy Schleck. Gruppe, ja, sind auch noch ein paar dabei. Wir schauen uns mal das Profil des Schlussanstiegs an. So, jetzt wird mir gleich weggedrängt. Meine Angst. Die Angst des Ulles vorm Weggedrängt werden. So, 6,2 Kilometer, es bleibt steil. Tagesform ist gut. David Goudy macht immer noch Tempo vorne. Sind natürlich die edelsten aller Edelhelfer. Lance Armstrong fährt sich da ein bisschen in Position. Klöden haben wir außen. Der kriegt jetzt nochmal rotes Gel. Also es sieht gut aus für Ulle, aber jetzt nicht so optimal wie am Vortag. Können jetzt keine verrückten Sachen machen, aber ich denke mal, die Konkurrenz wird das auch nicht machen können. Natürlich optimal für das Legendenteam, dass David Goudy da so viel Tempo macht, auch wenn er jetzt kurz rausnimmt. Jetzt müsste Bernard Hinault gleich mit der Attacke kommen. Gino Bartali geht. Sollen wir da mitgehen? Eddie Merckx geht auch mit. Okay. Dann gehen wir mit. Dann wird die Gruppe hier nämlich gleich klein werden. Denke ich mal. Tempo ist wieder raus. Jacques Anquetil kommt nach vorne. Jetzt sind wirklich nur noch... Ist nur noch ein elitärer Kreis hier am Start. Vinokurov noch mit dabei. Dahinter Fausto Coppi, Bartali, Roglic müsste das sein. Goudy und ja, das wird es dann gewesen sein. Na, bitte nicht. So, Vingegaard ist es natürlich, nicht Roglic. Den vergisst man hier im Game immer. Jonas Vingegaard. Ganz traurig. So, vorne. Uiuiui. Jetzt kommt Eddie und wir haben keine Hilfe mehr. Da haben wir jetzt ein bisschen das Hinterrad verpasst. Da waren wir kurz zu weit weg. Aber es sind noch 3 Kilometer. Das war nicht gut. Wir sind wieder da. Und wir machen wieder das, was wir am besten können. Am Hinterrad von Eddie Merckx lutschen. Der wird sich auch denken, du elender Lutscher. So, ich schaue mich gleich mal um. Müssen wir erstmal das rote Gel nehmen, falls Eddie Merckx jetzt gleich die nächste Attacke reinsetzt. So, wir schauen uns um und da ist nichts. Also hinter uns, die Gruppe Armstrong verliert und verliert und verliert. Wir haben noch ein bisschen blauen Balken. Wir nehmen weiterhin das rote Gel. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Und dann wird hier jetzt vielleicht die Tour de France entschieden. Je nachdem, was Eddie Merckx jetzt noch im Köcher hat. Der Köcher wird, glaube ich, ein bisschen leerer bei ihm gerade. Bleiben jetzt aber so lange, bis wir mit Sicherheit wissen, dass Eddie Merckx das nicht mehr kann. 1,4 Kilometer noch. Jetzt wird er nochmal schneller. Und wird dann gleich hier nochmal den Schlusssprint des Todes hinlegen. 900 Meter, 24 Sekunden sind es nach hinten. Blauer Balken fließt jetzt schon enorm weg. Das wird schwer werden, bei Eddie Merckx dran zu bleiben. Jetzt geht es gleich an den roten Balken. Und mal schauen. Boah. Vielleicht haben wir ein paar Sekündchen verloren, aber das habe ich jetzt auch noch nie gehabt, dass ich am Hinterrad ins Ziel fahre. Das hatte ich, glaube ich, wirklich noch nicht. Also Eddie Merckx hat gezeigt, dass er eigentlich der stärkere Fahrer ist. Aber Ulle
Macht es einfach gut. Hat auch ein bisschen Glück mit der Tagesform jetzt gehabt. Schlechte Tagesform nach Foix. Da gab es aber keine Bergankunft und jetzt zweimal gute Tagesform bei Bergankünften. Also da können wir wirklich, wirklich froh sein. Und ich glaube, wir haben nicht viel verloren. Etappensieg geht natürlich an Eddy Merckx. 4 Sekunden Zeitbonifikation der Unterschied. Dann vielleicht noch 3, 4, 5 Sekunden generell. Aber wir gehen mit über einer Minute Vorsprung in dieses höllische Zeitfahren rein. Und das wird auch schwer werden, das 40 Kilometer Zeitfahren. Da habe ich bislang immer Zeit verloren auf die Konkurrenz. So, da sehen wir nochmal die finalen Meter. Ulle noch am Hinterrad. Aber jetzt lässt er dann gleich reißen auf den letzten Metern. Ja, aber minimal. Ganz, ganz minimal. Wir sind sehr froh mit der Leistung von Ulle. Hab eigentlich darauf gesetzt, dass Eddie oben noch ein bisschen einbricht. Aber er hat es dann doch gewuppt. Punktewertung bleibt bei Ulle. Die ist uns aber nicht wichtig. Wir gehen auf jeden Fall auf der nächsten Etappe wieder in die Gruppe und versuchen daraus den Etappensieg zu holen. So, let's go. So, dann zeitgleich. Sehr schön. Also zeitgleich gewertet worden. Wieder belgischer Doppelsieg. Sehr, sehr nice. 1,15. Dann noch der Vorsprung vor dem Zeitfahren. Armstrong mit 3,47 auf der 3. Fausto Coppi auf der 4. Bernard Hinault auf der 5. Bergwertung Contador, da sind wir auf der 4. Punktewertung sind wir vor Erik Zabel. Das wird noch ein hartes Duell. Eddy Merckx auf der 3, Rudi Altig auf der 4. Nachwuchsfahrerwertung ist Ulle vorne. Teamwertung ist das Dreamteam vorne jetzt mit einer halben Stunde. Obwohl die nie in die Ausreißergruppen gehen, aber die sind einfach zu stark für diese Welt. Simon Geschke auf der 3 in der Kampfgeistwertung. Und dann werfen wir den Blick auf die Etappe Nummer 19. In Castelnau, was? Mahorak, Manjorak? Ich habe es nicht mehr gelesen können. Ich habe es schon wieder vergessen. Auf jeden Fall geht es nach Cahors. Also Castelnau-Manjoak, das ist der Startort. Und der Zielort ist Cahors. Mal schauen, wie chaotisch das dann dort wird. Also Ausreißergruppe ist Pflicht. Das machen wir noch in der Folge. Und dann in der nächsten Episode gibt es das entscheidende Zeitfahren der Tour de France, das ich nicht so feiere. Ganz ehrlich, das feiere ich einfach nicht so. 14 Kilometer sind es noch auf der 19. Etappe. Wir haben Giuseppe Guerini hier vorne platziert. Wieder ähnliches Spiel wie natürlich vorher, als wir mit Bjarne Riis erfolgreich waren und ja auch mit Rolf Aldag. Das hat super funktioniert. Wir haben noch vollen blauen Balken, volles blaues Gel. Können hier also noch ordentlich was machen. 1 Minute 4 der Vorsprung. Können jetzt eigentlich hier jede Attacke mitgehen. Und ich glaube, die Konkurrenz hat sich da schon deutlich mehr verausgabt als wir. Pierre Godeau versucht da ein bisschen was. Kann er sonst hinterherfahren? Doch Moritz macht das. Wie gesagt, das kann man immer ganz gut machen. Selber ein bisschen Tempo rausnehmen, zur Seite fahren und gucken, ob einer da die Führungsarbeit mit übernimmt. 1 Minute noch der Vorsprung nach hinten. Geschke auch in jeder Ausreißergruppe hier drin. Aber irgendwie auch logisch. Ist einfach auch ein super Ausreißer. Fahr die Lücke hier mal zu. Giuseppe Guerini, da sieht man schon, obwohl wir hier selber attackieren, kommen wir da nicht so richtig hin. Ist da irgendeiner schneller als wir? Ja, ich denke schon. Ben Hermans versucht das zumindest. Hängen wir uns mal mit rein. 9 Kilometer noch. Mal schauen, ob wir da vorne nochmal hinkommen oder ob die Gruppe Geschke sich jetzt hier den Sieg holt. Gut, Remy Cavagna ist natürlich bockstark. Sensationell guter Zeitfahrer. Vielleicht könnt ihr uns hier nochmal hinfahren. Ansonsten Geschke an dritter Position. So, Warren Barguil kommt. Sieht jetzt gerade nicht so gut aus. Hätten wir vielleicht doch die Lücke nicht lassen sollen. Es gibt jetzt keine großen Schwierigkeiten mehr hier. Wir haben natürlich noch alle Möglichkeiten, um hier hinterher zu gehen. Versuchen wir es mal. Reißen da auch eine kleine Lücke, damit keiner mehr an unserem Hinterrad damit kann. Jetzt müssen wir es aber auch zu dieser Gruppe schaffen. Sonst war alles umsonst. So, 14 Sekunden liegen hier dazwischen. Da kommt Geschke.
Das Gel nehmen wir auch nochmal. 43 Sekunden sind es. Wir müssen jetzt vor allem aufpassen, dass wir den roten Balken wieder ein bisschen hinbekommen. So, zum Glück kommen hier noch ein paar Kurven. Wissen wir ja. Hängen uns mal an Burgodot dran. 2,7 Kilometer, 37 Sekunden. Die zweite Gruppe wird nicht mehr hinkommen, aber ich glaube auch die dritte Gruppe nicht. Da kommt jetzt Moric und Geschke. Bleiben wir bei Burgodot mit dran. Vorsprung 38 Sekunden. Und da müssen wir schauen, wer hier den längsten Atem hat. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu weit weg. Kommen wir da nochmal rum? Das wird ein hartes Finish. Aber es reicht für Giuseppe Guerini. Warum auch immer. Reicht das für Giuseppe Guerini und er holt sich hier den Etappensieg. Wieder dieselbe Taktik. Also auch das ist relativ leicht, auch auf höchstem Schwierigkeitsgrad. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen, weil die KI sich einfach immer ein bisschen zu sehr verausgabt. Aber es war überhaupt nicht gut gemacht von mir, dass wir da so eine große Lücke haben reißen lassen. Und wenn man da mal rüberschaut, da hat nicht viel gefehlt. Und Simon Geschke hätte sich hier den Etappensieg geholt. Aber wir gönnen natürlich Simon Geschke nichts. Wir wollen ihn wieder weinen sehen am Ende der Tour. Nein, natürlich nicht. Simon Geschke, super sympathischer Typ. Nächster Etappensieg für unser Team. Ries, Aldag, Ulle natürlich, Guerini mit Etappensieg. Jetzt steuern wir Andreas Glöden im Zeitfahren noch zum Sieg. Und Ulle verliert die Tour, weil wir ihn nicht selber steuern. Super Trick. So, also 24 Sekunden, dann noch der Vorsprung von Giuseppe Guerini, der ebenfalls inzwischen ja für Belgien an den Start geht. Erik Zabel auf der 5, Altig auf der 6, Merckx auf der 8 und Ulle nur auf der 42. Bedeutet, dass wir in der Sprintwertung nur noch 11 Punkte vorne sind. Ist aber nicht, wie gesagt, ist nicht unser Top-Ziel. Nächste Folge, da gehen wir dann morgen rein. Zeitfahren, La Capelle-Marival. Da geht es los und es geht nach Rocamadour. Mal schauen, ob wir das dann auch rocken werden. Ich finde das schwierigste Zeitfahren im Game. Bislang habe ich da noch nicht so richtig die Balance gefunden. Mal schauen. Also 1 Minute 15 unser Vorsprung. Das wird, glaube ich, wirklich das viel zitierte enge Höschen. Mal schauen, was Ulle dort so drauf hat.